So, herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Interview. Unser heutiger Gast hat den furchteinflößenden Spitznamen The Snake. Er spielte für den SC Freiburg, den 1. FC Nürnberg und die Spielvereinigung Unterhaching und musste ja leider jetzt im Sommer seine Karriere als Profi beenden. Lukas Hufnagel ist bei uns. Servus Lukas, schön, dass du da bist. Servus, hi. Ja, ich möchte gleich auf dein Karriereende zu sprechen kommen. Du hattest ja schon länger Beschwerden an der Hüfte, jetzt hast du die Reißleine gezogen. Ja, warum hast du dich jetzt zu diesem Zeitpunkt für den harten Schritt entschieden? Ja, also jetzt so eben in den letzten Jahren wurde es dann einfach ein bisschen immer mehr, Schritt für Jahr, Monat für Monat fast. Und ja, dann kam einfach jetzt so, nachdem die Saison auch jetzt nicht wirklich gut, natürlich nicht für Haching und auch nicht für mich persönlich dann gelaufen ist, kam dann irgendwie so der Gedanke, dass ich vielleicht einfach auch aufhöre mit Profifußball und mich jetzt halt mit 27 dann eben schon, was ich jetzt schon bin, ja, für die Zukunft zu organisieren und darauf vorzubereiten. Und ja, deshalb dachte ich mir, dass ich, glaube ich, auch jetzt nicht mehr eben wirklich 100% hätte geben können, auf Profibedingungen eben gesehen. Und ja, dann hätte ich mich einfach noch weiter durchquälen müssen irgendwie. Und das habe ich so einfach für mich entschieden, dass ich das einfach jetzt nicht mehr möchte und dass ich mich eben jetzt auf ein anderes Leben vorbereiten möchte, ja. Es ist ja schon auch ein ziemlich mutiger Schritt. Viele deiner Kollegen, die versuchen ja noch mit allen Mitteln sich da durchzubeißen. Du hast dich jetzt dafür entschieden, ja aufzuhören und einfach dich beruflich weiterzuentwickeln. Warum denkst du, bist du da ja einer der wenigen, die diesen Weg geht? Ja, schwer zu sagen. Also ich weiß, also klar, jeder Fußballer hat so seine körperlichen Probleme. Vielleicht sind die halt auch einfach bei mir ein bisschen größer. Ich wüsste jetzt nicht, ob zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Probleme hätte, ob ich dann auch aufgehört hätte. Aber ja, ich glaube einfach, dass es halt wahrscheinlich auch eben am Körperlichen liegt, ja. Und dann kam halt dazu, weil ich ja jetzt nicht, also ich war ja, ich spiele ja weiter im Fußball, und ich hatte eben dann, ja, da kommen wir wahrscheinlich eh gleich noch dazu, eben früh gute Gespräche geführt und ja, dann hat sich das alles so ergeben, ja. Bevor wir jetzt auf deine Zukunft blicken, wollen wir einfach nochmal kurz auf deine Karriere zurückblicken. Du hast deine ersten Schritte im Profifußball bei Haching gesammelt, bist dann zum SC Freiburg. Dort hast du ja den legendären Trainer Christian Streich persönlich miterlebt. Oh. Ja. Ich habe nochmal die Kommentare weg, weil ich hatte ja. Du hast mit Christian Streich, unter Christian Streich beim SC Freiburg gespielt, darauf wollte ich hinaus. Wie hast du ihn denn erlebt am Trainingsplatz während den Spielen? Er ist ja schon ein ziemlich auffälliger Charakter, sage ich mal. Ja, also ich habe Christian Streich sehr positiv in Erinnerung. Ich fand, er war fußballerisch ein super Trainer und vor allem dann aber halt menschlich fand ich ihn super. Dass er einfach ja, kam in die Kabine. Und oft ist ja so, dann redet ein Trainer viel und man denkt sich, boah, wann hörst du auf, so ungefähr. Aber ihm war echt so, dass du dem echt gerne zugehört hast und er, weil er halt über viele verschiedene Themen geredet hat und es auch sehr interessant war immer und er einfach, ja, immer sich sehr gut ausdrücken konnte und alles. Also ja, man hat ihm gerne zugehört und habe auf jeden Fall ihn super in Erinnerung, ja. Bist du denn mit seinem Akzent zurechtgekommen? Ja, am Anfang war es schon manchmal ein bisschen schwerer vielleicht, ab und zu auch mal vielleicht ein bisschen lustig, aber ja, hat man sich schon schnell dran gewöhnt. Hast du irgendeine Anekdote, die dir hängen geblieben ist von ihm oder irgendeinen Moment, wo du dich zurückerinnerst an ihn? Boah, also wo er jetzt ausgeflippt ist oder sowas, meinst du jetzt? Alles, was du machst. Boah, fällt mir spontan ehrlich gesagt nichts ein, nee. Ist jetzt gerade nicht. Aber wenn du schon sagst, wenn er ausgeflippt ist, ist das häufiger mal vorgekommen. Nee, es ging eigentlich. Aber wenn, dann konnte er konnte schon gut ausflippen, sage ich mal. Aber er ist jetzt nicht unnötig ausgeflippt, würde ich sagen. Im Nachhinein hatte dann schon auch immer seinen Grund. Und
Also, ja, also ganz normal, würde ich sagen, ja. Ja. Ihr seid damals in die Bundesliga aufgestiegen, seid sogar vor, ja, RB Leipzig gelandet, was ja schon auch bemerkenswert ist. Was würdest du sagen, war in der Saison der Schlüssel für euch zum Aufstieg in die Bundesliga? Boah, ich glaube, wir hatten einfach echt eine richtig gute Mannschaft. Also da waren echt super Spieler dort damals. Und ja, dann, wenn du einen guten Trainer hast, eine super Mannschaft hast, dann ja, muss vieles schief laufen. Vielleicht ist es dann am Ende nicht klappt. Klar, dass man dann Erster wird, war natürlich schon sehr schön. Ja, aber ich glaube einfach, dass da einfach alles gepasst hat in dem Jahr. Viele sagen ja auch, dass gerade in Freiburg die Kulisse in diesem ja kleinen, engen Stadion doch sehr bemerkenswert ist. Meinst du, dass das auch einen Teil dazu beigetragen hat, die Fans, dass ihr aufgestiegen seid? Bestimmt. Also es war immer sehr positive Stimmung im Stadion und ja, wie du sagst, es war sehr eng, es war deshalb auch sehr laut und die Fans waren echt wirklich immer richtig gut. Deshalb kann das auf jeden Fall ein Faktor dafür auch gewesen sein, ja. Danach bist du weitergezogen zum ersten FC Nürnberg. Ja, auch dort bist du dann in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt mal die, ja, etwas doofe Frage. Welcher Aufstieg hat denn für dich den höheren Stellenwert persönlich? Der mit Nürnberg oder der mit Freiburg? Ja, persönlich für mich wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, der in Freiburg auf jeden Fall, weil jetzt in dem Jahr, also ich war ja 1,5 Jahre ausgeliehen, dann im zweiten Jahr eben sind wir dann mit Nürnberg aufgestiegen. Da ist persönlich für mich nicht besonders gut gelaufen, habe ich nicht sehr viel Einsatzzeiten gehabt und das war im Aufstiegsjahr mit Freiburg anders. Vor allem, das war ja dann so mein erstes Jahr in der zweiten Liga und kam alles eben, weil ich dann anfangs relativ früh spielen durfte, sehr überraschend für mich. Also ich bin damals mit wenig Erwartungen hingewechselt, ehrlich gesagt. Und es lief dann echt super für mich das erste Halbjahr. Und deshalb, ja, war gefühlt dieses Jahr auf jeden Fall schöner für mich, ja. Du hast in Nürnberg auch mit Michael Köllner zusammengearbeitet. Der ist ja jetzt ja, Trainer der Saison geworden in der dritten Liga. Was macht seine Arbeitsweise aus? Woran kannst du dich da besonders erinnern? Ja, Michael Köllner war auch immer sehr nah an den Spielern dran, hat immer viel mit den Spielern geredet. Glaube ich finde es gut, wenn ein Trainer nah an der Mannschaft dran ist und nicht zu distanziert ist. Und ja, das war auf jeden Fall gut und fußballerisch, ja, sieht man ja, macht er auch eine gute Arbeit. Also seitdem er bei den Löwen ist, schaut es bei denen echt gut aus. Jetzt letztes Jahr natürlich. Ja, Pech gehabt dann am Ende, haben aber eine super Saison gespielt wieder. Und ja, schauen wir mal, was sie nächstes Jahr machen. Haben sie ja jetzt auch wieder ordentlich zugelegt, würde ich sagen. Bin mal gespannt, ja. Du bist dann doch recht überraschend wieder zurück in die dritte Liga gegangen zur Spielvereinigung Unterhaching. Was hat für dich damals den Ausschlag gegeben, wieder in die alte Heimat zurückzukehren? Ja, also ich hatte ja, nachdem wir in Freiburg aufgestiegen sind, ein halbes Jahr war ich ja dann in der Bundesliga dabei bei Freiburg, wo ich nicht gespielt habe. Dann war ich 1,5 Jahre bei Nürnberg ausgeliehen, wo es für mich auch persönlich eben nicht so gut lief. Und dann hatte ich eigentlich fast 2 Jahre, wo ich einfach nicht konstant gespielt hatte. Und dann kam eben für mich die Option wieder mit zurück zu Haching, wo ich mit Klaus Schromm einen Trainer hatte, der mich kannte, der mich unbedingt dann auch wieder zurückhaben wollte. Und dann war das für mich einfach der Schritt, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist einfach ein Schritt zurück erstmal der richtige Weg und nochmal dann 1, 2 Jahre dritte Liga spielen. Und ja, am schönsten wäre gewesen, wir hätten es mit Haching dann geschafft, wieder in die zweite Liga aufzusteigen, wo es ja immer mal wieder gut aussah. Und dann halt einfach wieder. Dann, nachdem ich ein paar Jahre dritte Liga gespielt hätte, wieder in die zweite Liga zu kommen oder so. Das wäre so halt der Plan gewesen damals. Und war eine gute Entscheidung trotzdem für mich, fand ich, weil ich trotzdem eine schöne Zeit dort hatte. Wenn du jetzt gerade schon Klaus Schromm ansprichst, zu welchem Trainer hast du ja die beste Bindung, sag ich mal, oder welchen Trainer würdest du am besten einschätzen, ihn oder Michi Kölner oder
Christian Streich oder ein ganz anderer? Ja, das waren ja meine, also die, ja, großteils meine Profitrainer, die ich hatte. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit Klaus Schromm hatte ich wahrscheinlich die engste Beziehung. Also ich kenne ihn sehr lange und ich wusste oder weiß, dass er viel von mir gehalten hat. Und ich glaube, das ist immer sehr wichtig für einen Spieler, wenn du weißt, dass der Trainer viel von dir hält. Und deshalb würde ich, ja, würde ich sagen, da hatte ich so die beste Beziehung dazu. So. Du hast auch für die georgische Nationalmannschaft gespielt, hast dort in der WM-Quali unter anderem gegen Serbien gespielt. Wie ist das zustande gekommen? Wieso hast du dich für Georgien entschieden? Ach, das hat ja schon relativ früh angefangen. Also mit 15, glaube ich, war ich das erste Mal zur georgischen Nationalmannschaft eingeladen, also halt für die damalige U15 eben. Und dann habe ich ja die ganze Jugend, also bei Georgien gespielt, U17 und U19, EM-Qualis gespielt und sowas, was echt immer einfach super Erfahrungen waren. Und ja, deshalb war das einfach, ja, habe mich da sehr wohl gefühlt und dann habe ich mich natürlich gefreut, wo dann auch mal die Einladung für die A-Nationalmannschaft kam. Ja. Hast du denn eine persönliche Bindung noch zum Land Georgien, sag ich mal? Wie tief ist die? Ja, klar, also ich meine, meine Mutter kommt aus Georgien, ich bin halb Georgier, konnte jetzt leider in den letzten Jahren nicht, so, also war ich, wenn dann dort wegen Fußball eben. Wird jetzt dann gerne mal, nachdem jetzt hoffentlich eben mit Corona ein bisschen Lockerung gibt, nächstes Jahr spätestens mal wieder nach Georgien meine Familie, die ich dort habe, besuchen. Und ja, also die Bindung zu Georgien ist natürlich weiterhin groß. Das hat nichts mit dem Fußball an sich zu tun. Ja, genau. Und du hast da gegen Serbien schon auch gegen richtige Kanten gespielt, sage ich jetzt mal. Ein Branislav Ivanovic, der Champions-League-Sieger ist, oder Nemanja Matic. Wie war das, gegen solche auf dem Platz zu stehen, sage ich jetzt mal, gegen solche, ja, doch, ja, heftigen Gegenspieler? Ja, also war schon, ja, war ein super Erlebnis. Also ich durfte leider nicht so lange spielen, aber ja, einfach da für Serbien ging es ja da, die haben sich ja da auch dann qualifiziert. Da drin in dem Stadion in Belgrad, glaube ich, war es, war die Hölle los. Und ja, klar, gegen dann solche Stars zu spielen, sage ich mal, war natürlich was Besonderes. Lass uns jetzt mal auf deine persönliche Zukunft blicken. Du hast im Sommer für 2 Jahre beim SV Donaustauf unterschrieben. Die spielen in der Bayernliga. Wieso hast du dich jetzt genau für den Verein entschieden? Also es, ich glaube, ich habe schon im März hat es angefangen, dass wir Gespräche geführt hatten. Und ich habe mich mit dem Michael Fischer sehr gut verstanden und haben dann immer wieder telefoniert. Und ja, dann ist diese Idee, die eigentlich am Anfang noch gar nicht so in meinem Kopf war, immer interessanter für mich geworden. Und ja, deshalb habe ich mich dann auch am Ende dafür entschieden oder relativ früh eigentlich dann schon dafür entschieden gehabt, ja. Aber wieso genau jetzt? Donaustauf liegt ja in der Nähe von Regensburg. Warum genau dorthin? Ja, in der Nähe, also wir fahren ja jetzt aktuell noch mit zwei anderen Münchnern, fahre ich ja mit dem Kiddo und mit dem Gies, also recht, fahren wir ja immer jetzt zu dritt da hoch, fahren dann eine Stunde im Prinzip von Garching da, wo wir uns treffen, was voll entspannt ist. Können wir immer viel quatschen, ist immer ganz lustig auf der Fahrt erstmal. Und ich habe ja dann vor, in Regensburg dann zu studieren. Und dann passt es ja eh sowieso, super, wenn ich dann dort studieren kann und dann mal Donaustauf spielen kann, was ja, weil es ja direkt aneinander liegt auch. Und ja, deshalb ja. Du hast im Rahmen des Wechsels hast du gesagt, ja, dass du dich auch beruflich da weiterentwickeln möchtest. In welche Richtung soll es denn gehen für dich? Also jetzt, ne, beruflich hat jetzt der Verein erstmal wahrscheinlich nicht viel zu tun, sage ich mal, sondern es geht ja jetzt halt erstmal darum zu studieren. Und wie es dann, ob die mir dann helfen können, ja, wird man dann sehen, in welchem Bereich es halt dann für mich weitergeht. Ja, auf jeden Fall habe ich eben jetzt, möchte ich gerne Psychologie studieren. Und
Dann schauen wir mal, ja. Du stehst in der Top 11, in der FUPA Top 11 von Nico Helmbrecht und Bastian Fischer. Letzterer hat ja eben ausgeplaudert, dass dein Spitzname, ja, der Spitzname die Snake wäre. Erklär mal kurz, woher genau kommt denn das? Ja, es hat eben bei Haching angefangen, dass irgendwie, ich habe halt anscheinend so einen Spielstil, wo ich mich irgendwie durchschlänge, wo ich halt in drei Leute reinlaufe und am Ende irgendwie durchkomme. Ja, und dann kam das irgendwie, dass dann irgendwann die Jungs zu mir das Snake auch mal gesagt haben, so, also, ja. Ja, beide haben ja eben auch, wie du gesagt hast, ja, deine Technik, deine Ballbehandlung hervorgehoben. Woher meinst du, kommt das? Wie hast du diesen Stil entwickelt? Boah, ich weiß nicht, ich glaube, man hat es halt, also ich habe da jetzt nicht irgendwie, was ja heutzutage üblich ist, viel jeden Tag immer Einzeltraining gemacht oder sowas, sondern ich war einfach mit, ich glaube, angefangen mit 4, war ich jeden Tag mit meinem Bruder am Bolzplatz. Und ich glaube, das ist auch so das beste Training für ein Kind oder für einen Jugendlichen dann. Da habe ich auf jeden Fall. Ja, über die bis ich 18 war oder so, sehr viel Zeit auf dem Bolzplatz einfach verbracht. Und ich glaube einfach, dass du da viel mitnehmen kannst dann für ja im Bereich der Technik und sowas. Jetzt möchte ich noch eine Frage aus der Kommentarfunktion einblenden. Und zwar hat Christoph Recht gefragt, was ist deine Lieblingsposition? Der Christoph Reich hat das gefragt, das ist nett. Ja. Ja, meine Lieblingsposition ist auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld, aber offensiver ausgerichtet natürlich. Falls ihr das noch nicht wusstet, ist. Wirst du das dann auch in Donaustauf spielen? Ja, sieht so aus, ja. Ja, dann wünsche ich dir dort alles Gute. Ich hoffe, du kannst dich dort ja entfalten, so offensiv, wie du es möchtest. Ja. Schön, dass du auf jeden Fall da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Genau, bleib gesund und alles Gute. Danke dir, ebenso.